Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigt euch mein so super toller Freund, wie ich mich schminke. Zunächst einmal benutze ich die Gesichtscreme von L'Occitane. Und ja, reibt die mir erstmal hier schön durchs Gesicht. Und jetzt packe ich erstmal meine Haare nach hinten, weil ihr wisst, so muss man sich schminken. Anders geht das nicht. Als nächstes benutze ich die Augencreme von Vichy und summe dabei ein bisschen, weil Schminken soll ja auch Spaß machen. Genau, ihr packt es erstmal unter eure Augen, dann erstmal oben drüber, sodass einfach alles schön bedeckt ist und nicht vergessen zu grinsen. Als nächstes benutze ich das Make-up von Maybelline Jade Dream Satin Liquid. Ich hoffe, ich sage das alles richtig. Und ja, dann packt ihr es euch auf die betonten Stellen, Wangen, wie bekannt, und über der Nase. Als nächstes nehme ich den Concealer Manhattan Wake Up Concealer und pack den erstmal unter meine Augen und verdecke meine Augenringe. Nein, Spaß, aber packt die unter meinen Augen und nicht vergessen, weiterhin summen und Spaß haben beim Schminken. Ja, und öfters mal singe ich auch noch dabei, weil, wie gesagt, manchmal ist das Schminken ja auch ganz langweilig und soll Spaß machen. Ups, völlig daneben gepackt, kein Problem, wieder entfernt mit dem Finger. Oben nochmal ein V rein und weiter summen. So, nochmal das Kinn betonen und die Augenlider. Super, dann alles schön verreiben mit diesem runden Ei, das ich nicht weiß, wie es heißt, aber mit diesem weichen Ei, ihr wisst Bescheid. Fertig! Juhu! So, und was nehmen wir jetzt? Lass mal überlegen. Jetzt nehmen wir als nächstes das Puder, Manhattan Soft Compact Powder, und schmieren uns das auch nochmal unter den Augen, am Kinn und überall so drunter. Schön, dass nochmal alles bedeckt ist in unserem Gesicht. Und jetzt nochmal alles schön verreiben mit den Händen, einen guten Gesichtsausdruck dabei bilden und einmal klatschen. So, als nächstes nehmen wir dann die Highlighter Terra Naturi und aus Naturkosmetik, ganz wichtig. Machen einen Kussmund, ihr wisst Bescheid, und hauen das Zeug auf unsere Wangenknochen. Ab und zu auch mal in den Pinsel pusten, kann nicht schaden. Warum auch immer man das tut, weiß ich nicht, aber es kann nicht schaden. So, dann nochmal neben die Nasen, das auch gut riecht. Und jetzt nehme ich als nächstes die Contouring-Palette Bronze Mitte Smashbox. Auch nochmal schön ein Duckface machen und schön die Wangen nochmal voll machen. Und nicht vergessen, reinpusten, meine Freunde. Ganz, ganz wichtig. So, es geht hier alles ein bisschen schnell. Als nächstes kommt dann die... jetzt kommt die Contouring-Palette Bronze Mitte Smashbox. Wieder das Kuss-Smiley bilden. Ach so, das war schon die ganze Zeit, diese Palette. Ha, guten Morgen, Chris. Wie gesagt, alles nochmal schön oben. Oh, diese Augenbrauen. Mann, nerven die mich. Aber egal. Hauen wir einfach mal drauf. Augenbrauenengel. Maybelline New York, Brown Drama Medium Brown. Mit einem schön gelangweilten Blick hau ich mir dann die Augenbrauen hier voll. Ganz akkurat arbeiten ist hier ganz, ganz wichtig. Ab und zu mal blinzeln, damit man wach bleibt. Nochmal mit dem Finger verstreichen und weiter geht's. Ab und zu mal ein bisschen wippen, kann nicht schaden, denn ihr wisst, wie immer, soll Schminken ja Spaß machen. Ab und zu mal ein bisschen nach rechts gucken, was so um mich rum überhaupt noch passiert. Und mit einem konzentrierten Blick weiter in dem Spiegel arbeiten und alles akkurat auftragen und mit dem Finger nochmal feststreichen. Ja, genau. So, das Ganze wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Was mache ich als nächstes? Egal, ich mache das schon. Ja, erstmal noch ein bisschen tanzen, wieder ein bisschen zum, ihr wisst Bescheid. Und jetzt mache ich mir große Augen. Jetzt kommt die Lidschattenpalette, die Sleek-Palette ist es hier. Und daraus nehme ich diese pinke Farbe als erstes, puste natürlich wie immer in meinen Pinsel und hau mir das über die Augen, Freunde. Ganz akkurat. Ist das ein straffer Gesichtsausdruck? Aber das scheint Spaß zu machen. Ups, da ist ein Fehler passiert. Egal, schnell mit dem Finger verreiben. Muss schon gehen, Freunde. Das ist Carinas Lebenseinstellung. So. Als nächstes kommt dann dieses Orange. Sieht aus wie so eine Orangenfarbe. Grinsen nicht vergessen in die Kamera, ihr wisst's. Wieder pusten den Pinsel und weiter geht's. Ich glaube, so langsam geht es mir hier richtig auf den Zack, aber es wird gleich fertig sein. So, weiter in die orangene Farbe drauf. Und ich denke, das war's dann auch schon mit der Lidschattenpalette, denke ich jetzt mal einfach mal.
So, weiter geht's. Schön auf die Augen. Und jetzt verreiben nochmal. Und weiter geht's. Ne? Ah, die nächste Farbe. Jetzt kommt das Kackbraun. Nein, Spaß. Auf jeden Fall kommt jetzt das Braun. Aber der Blick sagt schon irgendwas über die Farbe aus. Ich glaube, da kommt es jetzt nochmal so schön in die Kanten rein. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, das ist so, um die Kanten nochmal zu betonen. Schöner Gesichtsausdruck hier wieder. Sehr entspannt. Ach, ich liebe diese Frau. So, dann macht's hier weiter. Kommt hier auf jeden Fall noch natürlich schön den Lidschatten hier. Lidschatten natürlich schön in die Augenlider rein, meine ich. Natürlich nochmal zum Betonen. Ja, genau. Nochmal schön in die Kanten. Schön wieder mit den Fingern verreiben, wie immer. Gucken wir mal. Sitzt. Ja, sitzt. Als nächstes kommt dann die weiße Farbe. Die weiße Farbe zu vergleichen mit eigentlich einer Hautfarbe. Weiß nicht genau, was die macht. Vielleicht ein bisschen unreiten verstreichen, obwohl die natürlich bei dieser wunderschönen Frau eigentlich nicht vorhanden sind, Freunde. Aber scheinbar ist das so. So, dann nehmen wir jetzt wieder dieses komische Ei und verpudern. Was auch immer dieses Ding hier genannt wird oder ich weiß es nicht. Aber wir machen das wieder, shaken wieder ein bisschen rum, haben Spaß. Nehmen dann unsere Wimpernzange. Ganz wichtig, Höllengerät, muss man aufpassen. Ganz sorgfältig mitarbeiten. Sieht aus wie so ein Hightech-Gerät. Und damit werde ich jetzt erstmal, sieht aus, wie wenn die Wimpern hier abschneidet. Aber ich glaube, die sind gestreckt nach oben jetzt. Ups, da fällt mir das Ding aus der Hand. Egal, macht nichts. Weiter geht's. So, dann kommt hier die Wimperntusche drauf. Von Catrice Clam and Doll, Freunde. In blau hier, der blaue Stift. Nachdem er jetzt die Wimpern nach oben gehauen hat mit der Wimpernzange, kann man die jetzt schön langsam sorgfältig abfahren. Hiermit natürlich immer drauf achten, dass man natürlich nicht daneben rausmalt, denn sonst wird man ganz schön grandig, wie hier zu sehen, und muss das Ganze wieder entfernen, mit einem Zewa ausbessern. Aber ihr wisst schon, muss gehen, das Lebensmotto ist es. So, fertig. Super. Hier seht ihr die abgefahrene super, duper, mega Katze von meiner Mama, Maya. Habt ihr ja vielleicht schon gesehen im anderen Video. Jetzt kuscheln wir zwischendrin erstmal, weil ihr wisst, weiterhin muss Schminken Spaß machen. Mann, ist das mein süßes Schätzchen. Ich lieb sie. So. Tschüss. Bye, bye. Super. Weiter geht's mit einem, weiß ich nicht, Verbesserungsvorschlag an der Wimper weiterhin. Was nehmen wir als nächstes? Als nächstes nehmen wir den Blick in die leere Welt. Oh, da kommt mein super doller Freund, der beste Mensch der Welt. Ha. Als nächstes nehmen wir den Labello. Das ist der Labello von Aved. Den tragen wir uns kräftig auf, Freunde. Denn ganz, ganz wichtig im Winter ist es, Labello zu tragen. Dann kommt der Lippenstift von Catrice, Matte Lip Artist. Schöne Farbe ergänzt den Labello natürlich. Zwischendrin immer mal ein bisschen verteilen mit einem Küsschen. Super, passt. So, dann nehmen wir ein Zebra in den Mund, um die restlichen Stellen, Überreste zu entfernen. Und als letztes kommt dann der Lippenstift von MAC, Matte Pearl Farbe. Und den tragen wir dann nochmal oben drüber über den Catrice Lippenstift. Machen wieder ein paar Küsschen, Freunde, ganz normal. Und dann, Mann, ist das ein schönes Make-up, hey. Weiterhin küssen, weiterhin summen. Daumen lutschen wie ein Baby. Super. Dann nehmen wir wieder das Ei, nochmal ein bisschen was verblendet. Die Finger wie immer dürfen nicht fehlen. Ein richtiger Schminkt sich mit Fingern. Jetzt können wir die Haare wieder aufmachen. Haha, tada. Und es ist vollbracht. Wir nehmen jetzt noch irgendwie die Haare. Ah ja, ne, wissen nicht so genau, was wir damit machen wollen. Aber shaken natürlich wieder weiter. Ich glaube, wir packen die nach vorne. Passt es so? Ja, ja, ich glaube schon. Was kommt jetzt? Schaue ich mal nach rechts und hole wieder die super duper Katze der Welt, Maya, ins Bild. Sie hat bloß keinen Bock, gerade bei mir auf dem Arm zu sein. Bleibt da. Okay. So, wir wünschen euch beiden noch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da natürlich, wenn es euch gefallen hat. Wir kuscheln jetzt noch ein bisschen. Gib mir High Five. Nö, kein Bock. Ich gebe dir ein Küsschen. So. Meine Lieblingskatze. So, letztes Küsschen. Und dann würde ich sagen, denkt dran, Freunde. Jeder von euch da draußen ist wundervoll. Hier unten geht es zu meinem Video, zu meinem letzten.
Da könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und hier auch, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und denkt dran, jeder von euch da draußen ist auf seine eigene Art und Weise wunderschön. Ich hab euch lieb, ganz doll. Tschüssi!